Hey Meta zeigt in dieser Kampagne, in diesem Produktset nur SKUs, die in den letzten 7 Tagen über 800 Impressionen hatten und zeitgleich eine Add-to-Cart-Rate von 12% aufweisen. Und so schaffen wir es, recht datengetrieben eben Meta zu steuern und zu lenken, was sich für uns die letzten 10 Jahre stark ausbezahlt hat. Mein Name ist Dennis Lichtenstein. Ich würde mich mal ganz kurz vorstellen. Wir haben 2014 haben wir Sassy Classy gegründet. Wir sind 3 Geschwister. Ich habe damals noch studiert, bin dann nach dem Studium zu Microsoft gekommen, zu Bing Ads, ersten Schritt im Performance Marketing gemacht, jedoch gemerkt, dass als unbekannte Brand gibt es kein Brandvolumen, wir sind bootstrapped, von daher ist die Generic Search gegen die großen Zalando, About You etc. auch nicht allzu erfolgreich. Bin dann zu Facebook gekommen, ich sehe das Format ist hier nicht ganz wunderbar, aber hab dann 3 schöne Jahre bei Meta verbringen dürfen, hab dort die Otto-Gruppe um About You, Bonprix, Otto, Witweiden betreuen dürfen und bin 2021 zu Hause gekommen zu Facebook, zu Sassy Classy und haben dann eine Paid-Social-Agentur gegründet, die Social Cooks. Und in den beiden Unternehmen bin ich derzeit Geschäftsführer. Zu Sassy Classy, wir sind ein Familienunternehmen, wir haben 2014 gegründet. Wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf In-Housing. Bedeutet, dass wir eigentlich alles, was wir abbilden können, am liebsten zu Hause machen. Fängt an bei der Logistik, Fotostudio, dass wir dort recht schnell sind. Ein starker USP ist von uns, dass wir innerhalb von 3-4 Tagen aus Italien unsere Ware beziehen. Das heißt, dort sehr, sehr schnelle Umschlagsgeschwindigkeiten haben. Wir haben 1500 aktive SKUs im Sortiment, 600.000 zufriedene Kunden in Deutschland. Und planen dieses Jahr über den Online-Shop ein Verkaufsvolumen von 45 Millionen Euro. Ich habe einmal einen kurzen Sneak Peek in unseren Ad-Account mitgebracht. Mir geht es gar nicht nur um hier ROAS-Werte oder Kosten, sondern vor allem auch um die Interpretation der Zahlen. Ich habe vorhin öfter das Wort CPC gehört und CPC bei Meta ist einfach nicht das Gleiche. Wir haben bei Meta 3 Arten an CPCs. Einmal den CPC All, den CPC Link-Click und den Outbound-Click. Eigentlich ist der Outbound-Click, was Erik vorhin auf der Slide 3 für die Lösungsansätze Destination-Site betont hat, genau was der Outbound-Click uns gibt. Denn nur der Outbound-Click ist die Weiterleitung auf die Destination-URL, die wir in den Kampagnen einstellen. Der CPC-Link-Click bezieht sich genauso auch auf den Meta-Shop, wo es aber keinen Checkout gibt. Das heißt, für uns als Advertiser ist dieser Klick eigentlich useless. Das nächste, was ich hier erwähnen wollen würde, ist der ROAS. Und da geht es mir nicht um den 9er ROAS auf ein 7-Tage-Click-Window, sondern ich schaue auf den 1-Tages-Click-Window. Klar, der ROAS wird kleiner, aber er wird ehrlicher. Ich glaube, um generell schön skalieren zu können, ist die Account-Struktur extrem wichtig. Und die sollte nicht zu komplex aufgebaut werden. Was wir schauen, dass wir 3 Ad-Sets pro Kampagne haben, dass wir Kampagnen nach Content bündeln. Beispiel, ich habe hier 2 Kampagnen mitgebracht, einmal für Outfit 23, einmal für Outfit 24 und wir sehen, es sind 3 Ad-Sets. Ein Broad-Ad-Set, ein Lookalike-Ad-Set und ein Retargeting-Ad-Set, wo wir die ECAs, also Engagement Custom Audiences und die Website Custom Audiences zusammenlegen. Der einzigste Unterschied in den Kampagnen ist einfach nur der Content. Das heißt, wir hatten für das eine Outfit mehr passende Bilder, die wir dann zusammengewürfelt haben. Für das andere Outfit hatten wir als Beispiel nur ein Bild. Wenn wir in das Thema Reach Expansion schauen, fällt auf, dass wir haben als Beispiel in Deutschland für uns Frauen 20 Millionen aktive Zielgruppe auf Facebook und Instagram. Jedoch erreicht man 5, 6 Millionen und dann geht die Frequenz hoch. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir gegensteuern können innerhalb der Kampagnen. Und ein Beispiel hier ist, dass wir die Performance-Ziele und die Gebotsstrategie verwenden. Die meisten Advertiser schalten Kampagnen rein auf Maximize Conversions mit einer Lowest-Cost-Strategie. Diese könnten wir aber natürlich für verschiedene Ad-Sets, eventuell wenn wir auch Produkte haben, die niedrige AOVs haben, eventuell über entweder ein Cost-Cap oder eben eine Wertoptimierung anspielen, um dort höhere ROAS-Werte zu erzielen. Hier gibt es 4 insgesamt. Es gibt 2-mal auf der Seite der Conversions, einmal den Lowest Cost und einmal den Cost Cap. Und auf der rechten Seite haben wir einmal die Wertoptimierung, wo wir ebenfalls auf den Lowest Cost optimieren können oder ein Minimum ROAS vorgeben können. Genau, dann gehen wir einmal in, wie wir probieren, Daten von unserem Store auf Meta zu replizieren.
der Umsatz pro Tag ist ja nicht einfach linear. Das heißt, wir sehen verschiedene Wellen in den Uhrzeiten. Ich glaube, wir sollten demnach auch das Spacing in den Adsets anpassen, dass zu den Peak-Zeiten, wo wir den größten Umsatz generieren, wo wir die stärksten Conversion Rates haben, dass wir zu diesen Zeiten ebenfalls unser Werbebudget stärken. Erst wenn wir eine Kampagne gefunden haben, die auf diesem manuellen Setup performt, dann doublen wir down und gehen in eine Advantage Shopping Kampagne. Bedeutet, Double Down heißt für uns, wir würden zwei ASC-Kampagnen bauen. Die eine würde auf Conversions optimieren, die weitere auf Value. Und ich glaube, da fangen wir an, dann in das Thema der Daten reinzutauchen vom Online-Store, weil die meisten Advertiser sagen mir dann im Gespräch, ja gut, ihr habt sehr, sehr viele SKUs, bei euch macht es Sinn, den Katalog auszureizen. Jedoch ist für mich der Katalog in erster Linie ein weiterer Datenpunkt, der zur Conversion API und zum Pixel Daten an Meta sendet. Und wir können ja genauso das Visual im Feed optimieren. Das heißt, wir haben hier ganz links einfach eine ganz normale DPA, wo das Studiobild gezeigt wird. Wir haben die Möglichkeit, Lifestyle-Content zu integrieren, dass wir dort eben UGCs einspielen. Wir können darüber nochmal Rahmen legen, um weitere USPs hervorzuheben oder Calls to Actions zu platzieren. Wichtig ist, den Rahmen kann man auch bei Meta direkt hochladen, dann wird er aber nur auf Facebook ausgespielt und nicht auf Instagram. Der größte Hebel ist aber die Frage, welche Produkte werden hier eigentlich ausgespielt? Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich eine BI aufzubauen und die Metriken der Produkte zu verstehen. Als Beispiel haben wir hier einmal unsere Produktdaten, basierend auf 7, 30, 90, 53, 60 Tage gegliedert, wo wir uns anschauen können, die Aufrufe, die Käufe, die Conversion Rate und die Add-to-Cart Rate. Jetzt kann ich ja diese Daten in mein Produktdatenfeed einfach reinlaufen lassen und habe hier unten einmal in rot markiert die Custom Labels und Custom Numbers, die in jedem Feed standardweise dabei sind und könnte dann nochmal ganz anders beim Produktsortiment segmentieren und bundeln. Und was wir dann machen können, ist, dass wir ein Produktset erstellen, was eigentlich darauf abzielt, Performance-Daten abzugreifen. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wo wir sagen, hey Meta, zeig in dieser Kampagne, in diesem Produktset, nur SKUs, die in den letzten 7 Tagen über 800 Impressionen hatten und zeitgleich eine Add-to-Cart-Rate von 12% aufweisen. Und so schaffen wir es, recht datengetrieben eben Meta zu steuern und zu lenken, was sich für uns die letzten 10 Jahre stark ausbezahlt hat. Super. Vielen Dank erstmal für diesen Überblick. Sagen wir doch mal ganz kurz, in was für einer Umsatzgrößenordnung, danach ist die Frage, also Umsatz und Warenkorbgröße würde ich mir erstmal interessieren. Ja. Ihr seid ja sehr stark gewachsen, aber vielleicht sagst du noch mal kurz was zu seiner Wachstumsgeschichte. Ja. Ich glaube, wir hatten verschiedene Wachstumsphasen. Wir haben angefangen 2014 im Kinderzimmer. Mhm. So wie man sich ein Kinderzimmer eben vorstellt, da ist ein Schreibtisch drin, ein Schrank, ein Bett. Da haben wir ein paar Kartons vom Baumarkt ausgeschnitten, wie ein Katzenklo, das man reingreifen kann. Und fertig war die erste Logistik. Mhm. Wir planen dieses Jahr über den Online-Shop 45 Millionen Euro umzusetzen. Mhm. Wir verkaufen in verschiedene Länder. Ich würde aber sagen, dass 99% des Umsatzes aus Deutschland kommt. Ja. Prozent verteilt sich dann auf Österreich und ein bisschen was woanders, aber von daher 45 Millionen im Online-Shop und der AOV im Online-Shop beträgt ungefähr 130 Euro. Okay, also das ist ja schon ein ordentlicher Warenkorbwert. Ja. Und jetzt so die klassische Frage, gerade als ich so gehört habe, da sagst du, hier Lowest Cost, Highest Conversion. So ein Meta-Klassik-Thema ist ja das richtige Attributionsmodell. Ne? Also gerade, wenn du selbst bei Meta warst, dann weißt du ja, dass Meta von Hause aus ein sehr, sehr selbstbewusstes Attributionsmodell den Advertisern zeigt, als ob es keinen Search gäbe und keine Bestandskunden wiederkehrende. Ja. Wie macht ihr das? Weil wenn du jetzt mit eigenem Geld arbeitest, hast du ein großes Interesse, dass du nicht nur Bestandskunden wieder ansprichst, sondern möglichst auch Neukunden zum richtigen Wert ersteigerst. Es gibt die Möglichkeit, als Beispiel mit weiteren Conversion-Events zu arbeiten, als Beispiel New Customer Conversion. Ja. Wir haben natürlich einen sehr, sehr starken Fokus intern drauf auf die New Customer Acquisition Rate, weil die der einzigste Punkt nachher ist, die uns wirklich verhilft, weiter zu wachsen. Ja. Und ich glaube, dass dort vor allem die Optimierung drauf ist, dass wir sehen in verschiedenen Kampagnen, wie wir darauf optimieren können. Ein Beispiel ist, wir hatten dieses Jahr einen Blusenrock. Das ist ein recht innovatives Produkt. Das ist einfach wie ein Rock, den man sich anzieht und dann über den Pulli sieht es aus, als ob man einen Rock anhätte. Und es ist ein Einstiegsprodukt für 14,99 Euro.
Und es war für uns eben super, als Produkt für Neukunden zu nehmen, um diesen ersten Mal die über ein billiges, innovatives Produkt in den Store reinzuholen und dann im Store über den Ajax-Card etc. über einen Upsell auf 130 Euro AOV zu bringen. Der gute alte Order-Starter. Ne? Genau. Okay, das verstehe ich. Kannst du uns ein Gefühl geben über deinen Spending-Split? Also ja. Du musst jetzt keine Details haben, aber ja. Gerne auch Details. Ja. Aber wie viel ist Meta, wie viel ist Search, wie viel ist Sonstiges? Wir geben 60% auf Meta aus, 20% auf Influencer und 20% auf Google aktuell. Okay, also nur 20, muss ja verhältnismäßig wenig. Ja. Aber klar, ist Discovery ist sehr stark Upper Funnel. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind die häufigsten Fehler, die Advertiser machen, wenn sie sich jetzt vor allen Dingen Meta nähern? Du hast gerade schon mal gesagt, die Steuerungsregeln, zum Beispiel Lowest Cost, Highest Conversion, hat ja auch so seine Nachteile. Aber sag mal aus deiner Sicht, was sind die häufigsten Fehler, die du immer wieder siehst? Ich glaube, vor denen du andere warnen möchtest? Es fängt an eigentlich, dass man sich hinterfragen muss, was für ein Ziel hat jede Kampagne. Natürlich hat jede Kampagne den Ziel, den höchsten ROAS zu bringen. Aber wie sieht der aus in den verschiedenen Produktkategorien? Das heißt, dass wir oft Kampagnen oder Kampagnenstrukturen sehen, wo alles einfach zusammen reingeworfen ist. Ist natürlich leichter zu handeln, wenn es weniger Kampagnen sind. Ich glaube aber, dass das Nitty-Gritty sehr, sehr oft fehlt. Aber es fängt oftmals in der Planung an, in meinen Augen. Ja, okay, verstehe ich. Was kannst du uns ein Gefühl geben, was für eine Kosten-Umsatz-Relation du so auf so neu gewonnenen Meta oder Search, über Search gewonnenen Kunden hast? Sollte nicht über 14% liegen, ansonsten skalieren wir nicht. Das also heißt, 14% auch über Neukunden? Ja. Aber wir haben eine Retourenquote von 40%, von daher brauchen wir das auch. 14 Gross, das heißt, wenn ihr eine 5, also das ist eine 28er Brutto-Kur vor Retouren. Vor Retouren. Okay. Das heißt, ihr habt den Kunden nach der ersten Bestellung profitabel? Ja. Wir sind bootstrapped. Würde anders gar nicht gehen. Wäre anders gar nicht gegangen. Ja. Und dann sind wir nie in diesen Modus umgekippt, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir in Vorleistung. Nein, also von daher, wir müssen rentabel den ersten Kunden akquirieren. Okay. Jetzt wissen wir ja von vielen etablierten Versandhändlern, dass sie schon erst recht nicht die ersten Kundengewinnung profitabel haben, sondern jetzt viele der etablierten Versandhändler sind gerade momentan auf einem Zeitraum zwischen 8 und 18 Monaten Kundenprofitabilität. Das sind ja auch bei den börsennotierten öffentliche Informationen. Was ist bei euch anders als bei den großen Dickschiffen? Ich glaube einmal, vor allem aber auch die Kundenbindung. Ich meine, also das ist jetzt nach dem Erstkauf bereits. Ich glaube, dass wir sehen einfach, dass andere Firmen vielleicht auch aggressiver auf die Impressionen gehen, um diesen Top-of-Funnel-Awareness stärker zu forcieren. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind Performance-getrieben. Wir sind Direct-Response damit aufgewachsen und es macht für uns nur Sinn, es beizubehalten. Das heißt, ich glaube, wir gehen nicht auf Biegen und Brechen, um die letzte Impression mitzunehmen, sondern wir gehen wirklich darauf, die Personen in den Online-Shop zur Conversion zu ziehen. Was wir jetzt angefangen haben vor knapp 2 Jahren, ist, dass wir mehr und mehr in den Upper Funnel investieren. Das heißt, dass wir Reach-Kampagnen aufsetzen, dass wir Traffic-Kampagnen aufsetzen, die dann aber gar nicht das Ziel haben, Traffic in unseren Online-Shop zu ziehen, weil das würde nur das Spare-Value, also Budget mal Estimated Action Rate für den Algorithmus beeinflussen, sondern unser Ziel von Traffic-Kampagnen ist es, dass wir neue Leute, die noch nie mit unserem Instagram-Profil Kontakt hatten, das heißt, wir schließen ECA 365 Tage aus, diese Leute schicken wir dann auf unser Instagram-Profil, um sie überhaupt in diesen Customer Journey reinzubringen, wo wir sie dann retargeten können. Okay, also dann hast du die Wiederansprachregeln. Kannst du uns ein Gefühl geben, was so eine gute Größe ist, um wieder angesprochen, also auch eine Kostengröße, um wieder angesprochene Kunden, die vielleicht die letzten 3 bis 6 Monate nicht mehr gekauft haben? Weil viele sind ja total überrascht, dass auch Wiederansprache über Social Kosten hat und nicht nur über organisch zu erreichen ist. Aber gib uns mal so ein Bauchgefühl, mit welcher Kosten-Umsatz-Relation man so einen wieder angesprochenen, reaktivierten Kunden ansprechen kann. Würde schätzen, weil also bei uns schauen wir, dass wir dort unter 10% im einstelligen Bereich liegen. Ja. Ich glaube, dass wir dort sehr, sehr viel über CRM rausholen können und dort gar nicht mal zu stark auf die Paid-Social-Seite fokussieren sollten, dass wir Paid-Social viel, viel stärker eigentlich in der ersten Reihe als Erstkaufmaschine oder als ersten Touchpoint sehen und dann er in die Customer Journey eingegliedert wird, wo er durch Flows, durch E-Mail-Kampagnen abgeholt wird und neue Produkte vorgestellt werden. Ja. Ich unterstelle mal nur, um das Bild komplett zu machen, dass ihr habt das, was wir sonst Eigenmarkt nennen. Das heißt, ihr habt auch mindestens einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Rohertrag auf euren Produkten. Ja, ich glaube, dass wie gesagt, wir sind dadurch, dass wir bootstrapped sind, wäre es für uns gar nicht anders möglich gewesen, so zu wachsen.
Ich glaube, wir hatten auch sehr, sehr schnelle Wachstumsphasen, die sicherlich auch nur mit Bankenkrediten finanziert wurden. Aber uns ist immer wichtig gewesen, dass wir rentabel arbeiten von Tag 1. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Super Erfolgsgeschichte. Vielen Dank. Danke dir, Erik. Wenn ihr Dennis noch direkt was fragen wollt, er ist noch ein bisschen hier, hat er mir gesagt. Deshalb ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und Dankeschön. Inside. Ich nehme das Wasser mit. Ja, nimm das Wasser. Kannst du auch Neues nehmen. Danke.